Ja, hier sind wir wieder im Sektor 2. Wir machen direkt weiter, würde ich sagen. Hier sieht man immer noch so eine kleine Übersicht zu den einzelnen Sektoren. Ist mehr oder weniger uninformativ. Ich habe eine Frage. Ja? Das eine neue Crewmitglied ist ja ein Stranger. Kann es sein, dass es dann irgendwie ein Spion, ein Böser ist oder sowas? Nee, wenn der schon mal in der Crew beigetreten ist, ist man auf der sicheren Seite. Ah. Weil manchmal gibt es so Quests, wo es dann heißt, ein aufgebrachter Mantis zum Beispiel will sich dann der Crew anschließen und gegen seinen früheren Boss kämpfen. Willst du ihn aufnehmen? Und dann ist die Chance, manchmal ist es natürlich wahr und ich habe dann ein neues Crewmitglied und manchmal macht es dann Perf und ich habe Hüllschaden genommen, weil der mir eine Bombe rübergetragen hat. Okay. Selbstmordattentäter. So ungefähr, ja. Krass. Aber ist dann nicht sowas mit versteckten Machenschaften? Nein, so weit geht es nicht. Okay. So. Die Karte ist in jedem Sektor gleich. Außer in Nebula-Sektoren, da sind halt dann Nebel drin. Wobei, es gibt auch kleine Nebel in anderen Sektoren, aber das sehen wir dann schon alles. Ich mache mit meiner Technik weiter. Ich gehe dahin, wo Action zu vermuten ist, also da, wo Distress angezeigt ist. Und jetzt hat hier einer ein Problem, der ist in einem kleinen Asteroidenfeld gefangen. Und ich habe jetzt hier entweder die Möglichkeit zu versuchen, mit meinem Schild deren Schiff zu schielden, um sie rauszuleiten oder sie einfach ihrem Schicksal zu überlassen. Ich bin da immer ganz nett, weil da kriegt man manchmal Scrap, manchmal nimmt man auch Hüllschaden, aber wenn Scrap in Aussicht gestellt ist, dann bin ich eigentlich immer dabei. Und wir springen direkt weiter. Man hat gesehen, wir hatten Erfolg, wir haben 19 Scrap gekriegt. Jetzt haben wir hier einen Händler, der uns Treibstoff verkauft. Und das ist meistens billiger als in den Shops. Das heißt, es lohnt sich immer möglichst viel Treibstoff hier zu kaufen. Das heißt, wir kaufen 6 Treibstoff für 12 Scrap. Oh, da wäre jetzt ein Shop. Allerdings haben wir ja noch Zeit, ein bisschen die Punkte hier anzuschauen. Das heißt, ich habe jetzt mal im Plan, hier so eine Schleife zu fliegen, damit wir eventuell etwas mehr Cash haben, wenn wir am Store ankommen. Wir haben jetzt ganz schön viele Waffen. Ja, mehr als wir benutzen können. Gut, dass du mich darauf hinweist. Wir sollten auch mal vielleicht erwähnen, das ist kein Minecraft-Video, das ist schon das zweite Video dieser Sorte, stimmt, was man ja bestimmt an der 2 im Titel erkennt. Wenn euch also das Ganze jetzt so interessiert, dann schaut doch bitte das erste Video zuerst. Das habe ich natürlich vollkommen vergessen zu erwähnen. Ja, bloß mal so nebenbei. Genau. Hier haben wir jetzt hier einen, die Engi, die sind so eine Computerrasse, die immer ein bisschen komisch drauf ist. Und die ergeben sich immer kampflos. Das heißt, ich kann jetzt hier entweder sagen, ihre Aufgabe annehmen oder sagen, dass ich freundlich bin. Also das ist so 50-50. Oh, leider nichts gekriegt. Manchmal kriegt man bei dem was, manchmal kriegt man bei dem was. Das ist halt so ein bisschen Glücksspiel. Ah ja. Wir springen direkt weiter und hoffen mal auf einen Kampf. Und wieder keinen Kampf. Okay. Jetzt haben wir hier Eindringlinge. Das ist jetzt genau das, was ich im letzten Part erwähnt habe. Oder habe ich das in diesem erwähnt? Es war in diesem natürlich. Das war gerade eben das. Hier will sich ein Engi uns anschließen. Und da ich Engis gerne habe, weil die doppelte Reparaturgeschwindigkeit haben, versuchen wir es mal. Und er hat uns tatsächlich, angeschlossen. Das heißt, oh, es war gar kein Engi. Er ist vor den Engi geflohen. Es kommt davon, wenn man es überfliegt. Es ist ein Mantis. Ist aber auch nicht schlecht. Ist sehr gut, weil jetzt habe ich schon mal 2 Kämpfer. Dann können wir uns als nächstes auf jeden Fall das Modul kaufen, wenn wir es finden. Unbedingt, unbedingt. Weil das lohnt sich wirklich extremst. Da die ein Zweier-Schild haben, tue ich es erstmal. Also wenn du jetzt den... Ja. Die Typen rüberbeamst. Ja. Ja. Töten die dann nur die Leute oder machen die auch die Module kaputt? Können sowohl als auch. Okay. Allerdings, wenn in einem Raum Leute sind, kämpfen die immer erst gegen die Leute. Macht Sinn. So, wir laden unseren Laser, damit wir erstmal... sind voll lustig, die sehen aus wie kleine Krabben. Das Schild, es sind auch so Krabbenwesen, das Schild kaputt schießen können hier. Jetzt hat man gerade gesehen, was war das hier? Das ist ein Ionenstrahl, der macht keinen Schaden, aber kann Schilde oder alle Module inaktiv machen für eine Zeit. Hier sieht man den Counter. Hat man jetzt auch gesehen, das hat eben was gebracht. Er konnte jetzt auf unser Schiff schießen, hat zum Glück kein Modul getroffen. Wir konnten leider sein Schild im ersten Durchgang noch nicht runterschießen.
Ach, er hat verfehlt. Das heißt, sein Laser ist jetzt ein bisschen geschwächt. Oh, er hat mein Schild getroffen. Das ist jetzt nicht so schön. Das heißt, ich versuche jetzt mal direkt auf seine Waffe zu schießen, dass er mich nicht weiter beschädigen kann. Zum Glück ist hier mein Engie drin, der das doppelt so schnell repariert wie jemand anderes. Wir haben jetzt sagenhafte 3-mal verfehlt. Es ist natürlich ärgerlich, aber ich muss jetzt trotzdem mal weiter auf die Waffe schießen statt aufs Schild, weil sonst macht der mir zu viel Schaden. Du hast ja 2 Schuss mit dem Burst Laser. 3. 3. Ja. Kannst du die auch auf unterschiedliche Ziele nehmen oder alle 3 auf denselben Raum? Die sind immer in einer Reihe auf ein Ziel. Ja, eigentlich hätte ich jetzt schon auf das Schild schießen können, weil ich sehe hier, seine Laserwaffe ist inaktiv und mit der Ionenwaffe kann er keinen Schaden machen. Oh, aber ja. Oh, das ist ein Engie-Schiff, natürlich, die reparieren sehr schnell. Mhm. Das heißt, ich werde jetzt einfach weiter auf die Waffe schießen, er hat eh nur noch 1 HP. So, jetzt dürfte er. Ja, haben wir ihn erwischt. Und, Boah, ich hätte jetzt fast so ein bisschen Spruch losgelassen. Wieso? Zu dem Thema, weil die Engies direkt aufgeben. Ach, haben sie ja nicht. Haben uns deutlich mehr Schaden gemacht, aber wir sind halt jetzt auch schon in Sektor 2. Nee, welche waren das doch die Engie, wo wir sofort aufgeben, ja. Die haben halt diesen Quest, also diesen Event, wo sie sich einfach ergeben. Mhm. So, jetzt haben wir hier wieder so eine Möglichkeit, unsere Crew ins Verderben zu schicken, was ich nie machen würde, weil man kann sich nicht aussuchen, wen man schickt, und dann wird halt irgendeiner, wenn man Pech hat, getötet. Und das will ich einfach nicht. Ich möchte nicht hier meinen trainierten Captain verlieren. Man sieht hier, oh, du bist schon ganz schön weit. Der hat schon aufgelevelt. Also es gibt 2 Level. Einmal, bis der Balken grün voll ist, und einmal wird er gelb voll. Hm. Und das bringt dann eben hier im Vorteil. Das heißt, jetzt bringt er mir plus 5% Ausweichen, so wie er derzeit ist, also ohne Level Up. Man sieht es auch hier, 20%, wenn er nicht da ist. Ja gut, wenn er nicht da ist. Null, logisch, aber man sieht, erst geht's auf 15. Das kommt erstmal von dem Captain selber. Davon, dass es besetzt ist, und die letzten 5% ist dann seine Erfahrung. Egal, wir springen weiter. Und jetzt müssen wir mal direkt zum Shop springen, weil hier schon die gegnerische Flotte uns stark verfolgt. Wir haben leider wieder nicht sonderlich viel Scrap eingenommen. Also wir haben ziemlich viel Pech, selbst für Easy. Und jetzt kann ich hier mir einen Crew-Teleporter kaufen. Und das mache ich auch. Was sind die anderen Sachen hier so? Cloaking. Das ist klar, das ist Unsichtbarkeit, hatten wir vorhin ja schon mal. Also das Schiff ist dann unsichtbar oder die Räume? Das Schiff ist unsichtbar, und zwar für eine bestimmte Zeit, also man das lädt und man kann es dann aktivieren, für Energie natürlich wieder. Und dann können die und in der Zeit können die ihre Waffen nicht laden. Ah. Und wenn ein Schuss schon unterwegs ist und ich mache Cloaking, habe ich plus 60% Ausweichen. Das heißt, wenn ich hier 40% Ausweichen schon ohne das Cloaking habe, ist es garantiert Ausweichen. Ist am Ende sehr praktisch. Und was sind das, die Drones? Oh, das sind, achso, Drone Control brauche ich, und dann kann ich mir solche Drohnen anschaffen. System-Repair-Drohne, die fährt bei mir auf dem Schiff rum und repariert die Sachen. Mhm. Beam-Drohne ist eine Angriffsdrohne, die schwebt um das gegnerische Schiff und macht so einen Strahl. Mhm. Und Antipersonendrohne ist auch auf meinem eigenen Schiff und greift eben Eindringlinge an. Ja. Jetzt sollten wir nur noch reparieren. Genau. Bisschen Scrap haben wir noch übrig. Jetzt zeige ich mal das nächste, was ich auch noch nicht gezeigt habe. Das Upgraden von dem Schiff kann man immer machen, auch ohne Shop. Wir konnten es uns bisher nur leider nicht leisten, weil ich mir jetzt erstmal auf den Shop gespart habe, falls da was Schönes ist. Ist dann pro Sektor ein Shop oder mehr? Unterschiedlich. Okay. Es kann nur einer sein, also einer mindestens, glaube ich. Ich habe noch keinen Sektor. Man kann natürlich den verpassen, weil man zu weit weg ist oder so. Man sieht ihn ja erst, wenn man nah genug dran ist. Wir fliegen einfach mal weiter ohne Upgrades. Achso. Wollte ich gerade sagen, weil es ein Upgrade hier. Ja. Ich erkläre das, wenn wir das erste Mal upgraden. Da bietet uns einer an, irgendwas zu machen. Ah ja, das ist jetzt ein Quest. Das heißt, der gibt uns jetzt die Möglichkeit, zu einem bestimmten Punkt zu fliegen. Hier, der Questmarker. Und da ein Schiff zu besiegen, und da wird dann auch ein Shop auftauchen hier. Also wer sich das durchgelesen hat, wird es gesehen haben. Ich kann jetzt hier nicht, will jetzt nicht jede Story-Part erklären. Ich kenne das natürlich schon alles. Irgendwann drückt man es einfach weg. Ja, das Übliche. Das Übliche, ja.
Also wir wollen jetzt natürlich nicht direkt wieder in den Shop, wir wollen irgendwie was einnehmen. Das heißt, ich könnte jetzt so lang fliegen, aber das dauert wahrscheinlich zu lang. Das heißt, ich versuche mal hier unten lang zu fliegen und möglichst viele Punkte mitzunehmen. Okay, wir haben jetzt hier die Möglichkeit, in ein Asteroidenfeld zu fliegen und das mal zu untersuchen. Könnt ihr uns Schaden machen? Mal schauen, was passiert. Wir hatten Glück. Wir haben eine Bergbaustation in dem Asteroidenfeld entdeckt und konnten ein bisschen Scrap dadurch gewinnen. Wir fliegen derweil mal weiter zu dem Shop, in dem ich zickzackweise mich ihm annähere. Also, okay, jetzt haben wir hier eine Drohne, die gegen uns kämpft. Oh, wir konnten sie schon wieder, also so viel Glück hatte ich selten, schon wieder eine Drohne direkt kampflos besiegen. Das ist bestimmt meine Anwesenheit. Bestimmt, ja. Das heißt, wir fliegen direkt zum nächsten Punkt. Okay. Wir haben schon wieder einfach Ressourcen geschenkt gekriegt. Das ist echt super. So, jetzt sehen wir hier gerade, also die jagende Flotte wird das nächste Mal hier sein. Das geht immer gleichmäßig weiter. Das heißt, das übernächste Mal wird sie hier sein. Das heißt, wir haben noch Zeit, hierhin zu fliegen und den Quest zu machen. Da dürfte jetzt ein Gegner sein oder auch nicht. Ah ja, doch, hier. Wir können jetzt den Kampf nochmal ausweichen, aber wir wollen natürlich ihn töten. Das ist jetzt auch ein Rebellenkampfflugzeug hier. Hier sieht man es immer, weil das nichts zu sagen hat im Prinzip. Aber das ist dann so ein Schiff, das es bei dir nicht gibt. Genau, das ist zum Beispiel die Sorte, die man selber nie fliegen wird. So, jetzt hat er seine Rakete geschossen, wir können nichts machen. Ja. Oh, er hat verfehlt, ein Glück. Wir schießen erstmal auf seine Waffen. Oh, sie sind offline gegangen, wunderbar. Das heißt, als nächstes schießen wir auf das Schild. Wenn wir das mal getroffen haben, versuche ich mal wieder den Beam zu laden, einfach mal, weil es Spaß macht. Oh. Jetzt muss ich natürlich, das neue Modul braucht natürlich Energie, allerdings nur, wenn ich es benutze. Kannst du es euch auch mal machen? Eigentlich, hier rüber? Genau, das beamen? Ist mir jetzt eben, ich habe das natürlich wieder absolut nicht mitgekriegt. Und da kannst du jetzt nur zwei Leute beamen. Genau, das hier ist ein, in diesem Schiff hat dieses Modul nur zwei Slots. Es gibt andere Schiffe, da hat es vier Slots. Aber du allerdings kannst dann das Modul quasi auch nicht in einen von den größeren Nein, Räumen. Nein, das ist, die Räume sind vorgegeben für die Module. Okay. Kannst du dann so viele Module kaufen, wie Räume vorhanden sind? Nee, ich kann jedes Modul nur einmal kaufen. Die haben auch ihren festen Also Ort. Es gibt quasi nicht so viele Module wie hier Räume? Nein, okay. Das nicht. Im Übrigen kann ich hier natürlich auch mehrere Leute rüberschicken, aber halt etappenweise. Wie gesagt, das braucht zum Reloaden, dann kann ich wieder welche nachschicken. Okay. Hier sieht man jetzt den Kampf, der erste ist schon tot. Der ist wahrscheinlich hier irgendwo in den Räumen gewesen, als wir da hier hingeschossen haben. Deswegen war der schon halb tot. Es kommt keiner mehr, weil die hier reparieren, wahrscheinlich krampfhaft. Das heißt, wir kämpfen jetzt hier. Es wird dann der Rest der Crew sein. Wir sollten jetzt dann mal, das zeige ich jetzt dann nachdem hier, unsere Sensoren upgraden, dass wir die Gegner besser sehen können, weil man sieht jetzt hier, man sieht wirklich nur den Raum, wo man drin ist. Und wir haben jetzt das Schiff besiegt, indem wir die Mannschaft getötet haben. Und der Vorteil davon ist jetzt, man kriegt da im Schnitt mehr Scrap. Weil das Schiff noch intakt ist, logisch, man kann es besser abbauen. So, jetzt ist hier der versprochene Shop von dem Quest. Ich will jetzt aber eigentlich hier doch ein bisschen Fuel kaufen. Ich versuche immer mindestens 10 Fuel zu haben, dass man nicht pleite geht, sage ich mal, und irgendwo liegen bleibt. Dann wichtig, die eigene Mannschaft zurückholen und reparieren. Man sieht jetzt hier auch, die haben jetzt schon ein bisschen gelevelt hier den Kampfskill. Also es empfiehlt sich bis zum Ende, die dann hochgelevelt zu haben auf Max. So, und natürlich empfiehlt sich es auch, die direkt im Teleporterraum stehen zu haben. Dass man besser angreifen kann. So, jetzt. Oh ja, hier drin brennt es scheinbar, deswegen ist hier gerade was kaputt gegangen an dem Schiff. Und jetzt können wir hier Upgrades machen. Als erstes möchte ich mal die Sensoren upgraden. Das ist recht billig und bringt sehr viel, weil dann sehen wir bei dem nächsten Gegner, in welchen Räumen die Mannschaft ist und was sie gerade macht und so. Des Weiteren möchte ich gerne ein Zweierschild haben. Dann braucht es quasi zwei Laser, dass unser Schild down geht. Das ist sehr vorteilhaft. Oh ja. Und jetzt kann ich das mal kaufen. Jetzt wird man sehen, jetzt wird es dann langsam eng mit der Energie. Ich habe jetzt nur noch eine Energie und dann kann ich meine Waffen natürlich nicht mehr dingsen. Also muss ich meinen Reaktor auch mal upgraden. Es wird immer teurer nach hinten hin. Aber es ist ja ganz schön viel Luft nach oben auch. Da ist Luft nach oben, ja. Allerdings, wenn es gut läuft, hat man am Ende den Reaktor voll upgegradet. Und wenn die Systeme dann auch voll sind, muss man sich entscheiden, was man voll powert. Also der Reaktor wird nie genug Energie für alle upgegradeten Systeme haben.
Ja, ist klar. Das, sonst wäre es ja irgendwie auch langweilig. Ja. Das heißt, ich habe jetzt hier genug Energie, um meinen Burst Laser zu laden und den Sprung. Das reicht mir. Ich habe eh nicht mehr Geld. Es geht zum Exit Beacon. Damit geht es dann in Sektor 3. Dann schauen wir mal. Hier haben wir noch einen kleinen Quest. Hier bietet mir einer an, ihm zwei Fuel zu geben, dann kriege ich drei Drohnenparts. Ich habe kein Drohnenmodul, was will ich damit? Zu ablehnen. Und schon geht's in den nächsten Sektor. Jetzt haben wir hier die Auswahl zwischen Nebel und Engi. Und da wir es noch nicht gesehen haben, würde ich sagen, wir gehen mal in den Nebel rein. Ja, und das war's dann auch schon wieder mit Sektor 2 und im nächsten Part geht's mit Sektor 3 weiter. Ja, sehr schön.